Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe viel lernen dürfen als Moderator, wie bedeutsam und wichtig das Milieu für den Körper ist. Aber das Milieu begrenzt sich jetzt eigentlich nicht nur einfach nur auf den Körper, sondern eigentlich könnte man das Milieu auch einen Raum mal anschauen. Inwiefern hat denn der Raum als Milieu einen Einfluss auf uns als Mensch, als Körper, als Seele, um hier in einem guten Symbiose zusammenzuleben? Ich möchte dieses Thema mit einer Dame besprechen, einer Ärztin, die im Bereich der Bakterien wirklich unglaublich tiefes Wissen hat. Es ist ihre Welt und sie ist Buchautorin, hat viele Bücher über dieses Thema geschrieben und ich durfte schon sehr, 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 sehr viel von ihr lernen und ich hoffe, wir alle dürfen jetzt gleich viel von ihr profitieren. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, da ist sie, liebe Frau Dr. Med, Anne-Katharina Tschocke. Herzlich willkommen bei uns. Gerne. Das habe ich ein langes Intro gemacht vorher. Das ja. War doch jetzt ein Plädoyer. Das war, ja. Ich freue mich auch mit dir über das Raumklima zu sprechen, weil in deinen Büchern habe ich was gelesen, auch zum Beispiel zum Thema Schimmelpilze in Räumen. Mhm. Nur schon, wenn irgendwo in einem Badezimmer eine kleine Fuge, ein kleines Pünktchen hat, dann haben wir eigentlich diesen Schimmelpilz schon eingeatmet. Also auf jeden Fall besteht die Möglichkeit. Mhm. Und Raumklima wurde ja oft so chemisch-physikalisch betrachtet und das große Klima, was ja da direkt mit zusammenhängt, auch. Und wir reden ja jetzt über Bakterien und es ist wichtig zu sehen, dass das Klima im Kleinen wie im Großen auch mit einem Mikrobiom versehen ist. Also bis dahin, dass die ganze Erde ein Mikrobiom hat und hier im Raum ein Raumklima ist, was entscheidend mitgeprägt wird durch die Bakterien. Also unser Ach. Kleinstlebewesen gestalten das Raumklima mit. Hier alles voll mit Bakterien? Ja, die ganze Luft ist voll von Mikroben. Also wenn man die jetzt alle farbig plötzlich mal aufleuchten lassen würde, dann wäre der ganze Raum bunt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Wir, wo alle so eine Abneigung haben zu diesen gefährlichen Viecherchen, die ja eigentlich uns anstecken, uns krank machen und. Und dann leben wir da mittendrin. Und dann leben wir mittendrin. Was für ein... Wir atmen die ein, wir atmen sie aus, sie sitzen überall und sie bewegen sich und sie nehmen die Turbulenzen mit auf und gestalten den Raum mit. Und dann ist es interessant, man kann das ja mit den modernen Methoden jetzt untersuchen, in welchem Raum sind welche Mikroben. Und dann stellt man fest, dass zum Beispiel eine Räumlichkeit, wo eine Pflanze drin ist, ein anderes Milieu hat, also eine andere Mikrobenzusammensetzung als ein Raum ohne Pflanzen. Und wenn dann noch ein Haustier dabei ist, kommt wieder eine andere Mikrobenmischung dazu. Und wenn dann Menschen drin sind, ist eine Wohnraumsituation bezüglich des Mikrobioms unterschiedlich, ob da nur Frauen drin leben oder nur Männer oder gemischt, ob es nur eine Person ist oder mehrere Personen, ob da Kinder sind und egal, was da im Raum noch ist, weil auch die Materialien, ob das jetzt Metalle sind oder Holz ist, Naturmaterialien oder synthetische Materialien, unterscheidet sich die Mikrobenzusammensetzung. Das heißt, wenn ich jetzt in einen Raum reingehe, wo ich mich nicht wohlfühle, dann ist das eigentlich dieses Mikrobiom des Raums, diese Bakterienbesiedlung, die jetzt nicht irgendwo so in Einklang steht mit meinem Mikroben. Das kann zum Beispiel sein, ja. Also das erlebt man in klimatisierten Räumen. Man geht aus einem sommerlichen Tag durch den Park und kommt in ein Gebäude, was klimatisiert ist, da haut einen ja so eine Wand eigentlich geradezu entgegen. Das ist nicht nur der Temperaturunterschied, das ist auch, dass durch diese Klimaanlagen ein völlig anderes Mikrobiom entsteht. Und wenn dann noch ein Filter eingebaut ist, der die Mikroben alle rausfiltert, anscheinend oder vorgeblich, oder das ist der Wunsch, dass es das tun würde, es passiert ja nicht, weil es kommt, das funktioniert nicht. Dann sind halt andere da. Und dann hat man bei Autoklimaanlagen bestimmte Methylobakterien gefunden, die speziell darauf gerne leben. Also die Bakterien passen sich dann einfach an und bewohnen dann in einer bestimmten Zusammensetzung einfach gerne Autoklimaanlagen und werden dann durch den Raum geblasen, also im Auto. Dann habe ich eine spezifische Mikrobenbesiedlung. Und das ist auch eine Erfahrung, die man machen kann, dass man in klimatisierten Räumen krank wird. Also es wird ja immer wieder erzählt, da bin ich mit dem Flugzeug geflogen, die Klimaanlage hat mich krank gemacht. Das war nicht die Klimaanlage an sich, die kann ja nicht krank machen. Das war vielleicht auch der Luftzug mit dabei. Aber vor allen Dingen ist es diese künstliche Mikrobenbesiedlung, die dann entsteht, wenn Luft durch einen technischen Filter oder eine technische Anlage durchgeführt wird und dann nicht mehr ihr eigenes bakterielles
mit allem anderen drumherum, Pilze und Viren und Bakteriophagen und Archaea und alles Mögliche, also nicht mehr diese eigene Zusammensetzung hat, sondern technisch verändert ist und dann wieder reingeblasen wird, andere Temperatur. Und das ist tatsächlich auch eine Krankheitsanfälligkeit, wenn man dann im Sommer diese Wechselbäder hat. Man arbeitet in einem klimatisierten Büro, wo die Luft ständig mit diesen Klimaanlagen durchgearbeitet wird und ein sehr seltsames Mikrobiom hat. Dann geht man raus, geht die paar Meter über die freie Natur oder Straße oder wo, kommt dann in die U-Bahn, die vielleicht auch wieder klimatisiert ist, und dann hat man hier ein Mikrobiom, da ein Mikrobiom, dort ein Mikrobiom, die ganz krass voneinander getrennt sind. Während diese Raummikrobiome im Natürlichen immer so einen Übergang haben. Wenn du in einer Wohnung bist, dann ist in dem Badezimmer ein anderes Milieu als in der Küche, also Mikrobiom als in der Küche und im Wohnzimmer. Aber das tauscht sich durch die Türen auch aus. Aber es ist einfach nötig, dass wir für ein gesundes Leben das überhaupt erstmal in unser Bewusstsein mit aufnehmen. Heißt das aber auch draußen in der Natur, wenn man da draußen in der Natur auch alles sichtbar machen könnte für einen Moment, wäre dann die Luft auch voll? Ja, klar. Und diese Mikroben, die hat man ja auch schon vor längerer Zeit schon gekannt und gezählt. Ich habe ein Bild mitgebracht von... hier, bei mir? Ja, bei dir, wenn du mal guckst. Das ist von einem Fritz Kahn. Das ist ein Arzt gewesen, der sehr viel gezeichnet und gemalt hat. Und das ist ein Bild von einer Großstadt, also damals war das dann Berlin, 1926, wo er in diesen Kreisen gezählt hat oder aufgeführt hat, das hat natürlich jemand anders gemacht, er hat das nur zeichnerisch umgesetzt, wie die Zahl der Luftmikroben in der Großstadt von morgens früh zunimmt durch den Abrieb und das Aufwirbeln der Straßenbahnen und der Droschken damals. Aha. Und dann nimmt es zu und dann sieht man, da oben wird gesprengt. Ja. Ab einem bestimmten Punkt, dann sind eigentlich wirklich Wassersprenger durch die Straßen gefahren und dann nimmt schlagartig die Zahl der Mikroben wieder ab durch das Verrechnen, künstliche Verrechnen der trockenen Großstadtluft. Mhm. Und dann sieht man, wie dann die Zahl zum Abend hin wieder zunimmt. Das heißt, es ist längst bekannt, dass die Zahl der Mikroben in einem Lebensraum auch zusammenhängt mit dem Geschehen, was da ist, mit den Gewerken, die irgendwo sind. Es ist eine Fabrik, die Staub produziert, dann hängen die Mikroben ja auch an den Staubpartikeln mit dran. Das sind dann wieder andere Mikroben. Also wir kommen aus dieser Mikrobenbesiedlung nie raus und wir gestalten sie durch die Kultur und unser Leben, ob wir jetzt in der Wohnung sind oder woanders, gestalten wir das regelmäßig mit. Ja, ich finde es jetzt nur spannend, weil ich es nicht sehe, nehmen wir es gar nicht so wahr. Genau. Haben die auch einen Einfluss aufs Wetter? Ja, das weiß man inzwischen auch. Das ist ganz spannend, dass die Mikroben in den Wolken zum Teil durch einen kleinen Temperaturunterschied, der entsteht, indem sie ihren Stoffwechsel verändern, ein minimaler Temperaturunterschied entsteht, dazu führen kann, dass das Wasser aus der Wolke abregnet. Man hat auf Hagelkörnern mal Bakterien untersucht und gefunden, dass man da ganz viele pflanzliche Mikroben hat. Und man denkt, aha, aus den Pflanzen, dann durch die Luft in die Atmosphäre getragen und schlägt sich dann nieder, kommt mit Hagelkörnern dann auf die Erde. Da habe ich mich dann schon mal gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn wir pflanzliche Mikroben in den wetterbildenden Gestalten haben und das bildet sich von den Pflanzen ab, die auf der Erde wachsen. Wie ist das eigentlich, wenn da Regenwald die ganze Zeit abgeholzt wird und stattdessen Sojaplantagen wachsen? Dann haben wir eben nicht Regenwaldmikroben auf unseren Hagelkörnern, sondern Soja genetisch manipuliert, vielleicht sogar aufgewachsene Kunstplantagen-Mikroben. Und was hat das eigentlich für einen Einfluss? Hat es einen Einfluss? Was macht das mit uns? Auf jeden Fall kommt es ja dann durch die Wolken woanders hingetragen auch wieder irgendwo runter. Wir haben keine Ahnung, was wir da tun, oder? Da frage ich mich manchmal auch, wenn da irgendwie plötzlich irgendwie 100.000 Satelliten da oben sind und auf die Erde strahlen, ob das null Einfluss hat auf die Ionosphäre, auf die Luft. Es kann gar nicht keinen Einfluss haben, weil es ja auf jeden Fall Einfluss auf die Mikroben hat und die Mikroben wirken überall und die verteilen sich auch überall. Also das Raumklima, das ich zu Hause gestalte, ist ja Teil des großen Klimas, weil irgendwie die Luft sehr durchs Fenster und die Tür auch wieder rein und raus geht. Und jeder, der einen Raum gestaltet, klimatisch ein Zimmer, eine Wohnung, ein Haus, ein Bauernhof oder auch größeres, ist Teil des Weltklimas. Und dann ist es eben auch ein Unterschied, ob ich einen gepflasterten Vorgarten habe oder einen grünen Vorgarten. Und selbst wenn man die Fugen begrünen lässt, also lässt das wachsen. Bei uns kommen so immer Autos vorbeigefahren und sagen, wir machen Ihnen das mal alles weg hier. Und das soll ich, nö, ich lasse das wachsen. Ich weiß, dass es 1 Grad Temperaturunterschied auf der Hofeinfahrtfläche macht, wenn da im Sommer das Grün wächst. Da ist dann halt mal ein bisschen Grün zwischen den Fugen. Wo ist das Problem?
Nicht? Und wer das wegspritzt mit Chemie, macht nicht nur Schaden im abfließenden Wasser, sondern erhöht auch die Temperatur im Boden und die dann aufsteigt, was wiederum das Klima brecht. Also Raumklima wird ja nicht umsonst auch im Wortbegriff im übertragenen Sinne benutzt. Wir sagen ja auch Betriebsklima oder Familienklima. Klima ist ja was, was eine Raumgestalt ist. Und das wird wesentlich gestaltet durch die Mikroben. Und das kann man auch natürlich auch aktiv dann in die eine oder andere Weise unterstützen. Wir hatten ja jetzt in der Eifel die Flutkatastrophe und ohne Ende nasse Gebäude, weil da ja auch Schulen und da ist ja in den Tälern alles zerstört worden. Und dann kann man die Raumluft da auch gestalten, indem man effektive Mikroorganismen versprüht. Und da war es tatsächlich so, dass eine Lehrerin einer Berufsschule, die auch nicht mehr benutzbar ist, weil sie hoch überflutet wurde, dann in den Räumen EM ausgesprüht hat. Und dann kam die Architektin, die die Sanierung dann maßgeblich gestalten sollte und sagte, ach, der Hausmeister hat aber hier gut gelüftet, hier ist schon ein richtig gutes Raumklima. Das hat uns gefreut, weil wir dann aktiv mit den Mikroben ein gesundes Raumklima gestaltet haben. Aber dieses Problem haben wir ja überall immer wieder, dass irgendwelche Räume mal nass werden, dass irgendwo was rinnt oder die Wände nass werden oder eine Überschwemmung in einem Keller. Aber dann wäre das eigentlich die ideale Antwort, um nasse Wände wieder zu trocknen, mit EM drauf zu streuen. Ja. Und solange sie sogar noch nass sind, damit es mit der Feuchtigkeit in die Wand reinwandert, weil das, was die Probleme macht, sind ja die Ausdünstungen und Entfaltungen von Materialien, die im trockenen Zustand, im Sporenzustand sind und völlig harmlos und dann durch die Feuchtigkeit sich entfalten und dann in die Raumluft abgegeben werden. Und da können dann toxische Verbindungen entstehen, die langfristig in der Raumluft dann wirksam werden. Deshalb sprüht man auf die nassen Wände drauf, steht auch in den Büchern, EM Kompakt vor allen Dingen steht das drin, wie man das macht, und sprüht auf die nassen Wände drauf während des Trocknens und trocknet dann sozusagen mit den gesunden Mikroben von innen das so raus. Aber man muss gar nicht warten, dass irgendwo ein Schaden auftritt. Es gibt ja viele Räume, die von vielen Menschen aufgesucht werden. Wartezimmer in Arztpraxen, Yoga-Raum. Dann kann man auch da vorsorglich Mikroben versprühen, aber auch hinterher Mikroben versprühen. Es gab mal die Situation, dass wir in Nettersheim mit Adolf Dänecker, als er noch lebte, wir haben zusammen diese Pionierarbeit gemacht mit den effektiven Mikroorganismen. Und die ersten Seminare in Europa gab es eben in Nettersheim. Und wir kriegten da Räume in der sogenannten Begegnungsstätte, die regelmäßig genutzt wurden von irgendwelchen Gruppen. Und unser Halbtagesseminar war immer auf Samstagnachmittag. Und immer kam ich da rein und dachte, boah, ist hier ein Raumklima. Das ist ja, hält man es ja nicht aus. Dann habe ich meine Sprühflasche genommen, so über Kopf. Dann rieseln die Tröpfchen da so runter und habe den ganzen Raum ausgesprüht. Und habe mich immer gewundert, dass da immer so eine schlechte Luft vor ist. Und dann wurde die Luft besser, weil man dann durch diese Mikroben, wenn die so durch die Raumluft runterrieseln, den Raum quasi reinigt. Ne, nimmt dann auch so ein bisschen die Staubpartikel, die die anderen Mikroben an sich haften lassen und in der Luft schweben, nimmt die mit, senkt die auf den Boden. Perfekt wäre dann hinterher noch zu saugen. Ging da nicht. Ich habe dann irgendwann erfahren, dass vor uns immer eine Gruppe vormittags da war, die Familienaufstellung gemacht hat. Und die so eine dicke Luft hinterlassen hat, wo ich immer gedacht habe, bei dem würde ich keine Familienaufstellung machen, weil der so ein schlechtes Klima hinterlässt. Aber um dann selber ein besseres zu haben, so in gemeinschaftlich genutzten Räumen, kann man dann aktiv mit diesen effektiven Mikroorganismen sprühen. Und das ist etwas, was gerade in der Situation, wenn man denkt, es kommen kranken Menschen, also wie im Wartezimmer oder im Klinikbereich, das ist eine super Hilfe. Und das ist sofort spürbar. Die Leute kommen rein, also ein Zahnarzt, der das auch regelmäßig da, och, bei Ihnen hat sich irgendwas verändert, haben Sie umgebaut oder so? Der hatte natürlich überhaupt nicht umgebaut. Oder ich kenne auch einen Malermeister, der eben auch Fußböden verlegt und der mit den EM im Verlegungsprozess arbeitet. Also der sprüht den Nacktboden damit ein und trocknet es dann. Und dann, wenn dann so auch ein Teppichboden verklebt wird, der arbeitet immer dazwischen mit den effektiven Mikroorganismen. Und es wurde im Büroraum, in einem Bürohaus der Fußboden dann entsprechend neu verlegt. Und der hat immer mit EM gearbeitet. Und es war im Grunde genommen der gleiche Teppichboden, der vorher drin war, nur neu. Und die Mitarbeiter haben immer gesagt, boah, der neue Teppich, der ist so gut, das Raumklima ist ein völlig anderes. Nur wussten die gar nicht, was da passiert ist. Ne? Weil der als Handwerker sagt, das ist, wird für meine Mitarbeiter ist es besser zum Verarbeiten und es gibt besseren Raumklima. Das hat er denen quasi gratis so dazu geschenkt.
Gut, aber ich meine, das Raumklima ist sehr wichtig auch für unser persönliches Empfinden, aber auch für einen Heilungsprozess. Das heißt, in einem Schlafzimmer, wo ein Mensch drin liegt, der auf dem Weg der Genesung ist und alles Mögliche macht, um gesund zu sein, dem könnte man jetzt auch das Bett noch einspeien oder der Raum, dass er hier wirklich in einem Raum liegt, wo die Energie gut ist, wo er alle möglichen Voraussetzungen hat, um wieder gesund zu werden. Und diese Mikroben, die atmet er ja eigentlich ein. Das ist ja auch eigentlich wieder letztendlich eine probiotische Behandlung. Ja, und also es gibt tatsächlich Untersuchungen, die gezeigt haben, dass in Krankenhäusern, die eine Klimaanlage haben, der Gehalt an pathogenen Bakterien, klar, also die man also als Krankheits- oder als Resistenzgene, Resistenzgen aktivierte Bakterien hatte in den Raum, höher ist, als wenn man das Fenster aufmachen kann. Genau andersrum, als immer gedacht hat. Man hat gedacht, man versorgt die Krankenhäuser mit super Klimaanlagen, mit Filtern, damit da nichts passieren kann. Aber musste dann mit diesen neuen Mikrobiom-Analysetechniken, mit den Sequenziermethoden feststellen, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Das Gesündeste ist, wenn man draußen Bäume vorm Fenster hat. Ja. Und da habe ich manchmal schon gedacht, da gab es ja mal eine Studie, die viel Furore gemacht hat, dass man gesagt hat, Patienten werden gesünder, wenn sie zum Fenster raus auf Bäume gucken. Da habe ich mir jetzt gedacht, aber man hat nicht untersucht, ob man da die Fenster öffnen konnte oder nicht, ob vielleicht die Mikroben aus der Baumkrone durchs Lüften auch im Raum waren, ist jetzt einfach spekulativ, aber könnte man mal untersuchen. Könnte ja auch die Antwort sein. Weil in einem Laubbereich, also im Kronenbereich, ist 100% Luftfeuchtigkeit ein ganz anderes Mikrobenklima, Raumklima in der Baumkrone. Und man macht ja jetzt nicht umsonst Waldbaden und solche Dinge. Mhm. Früher ging man einfach im Wald spazieren, jetzt ist das ja dann anders besetzt. Aber warum? Weil man dann eben ein Klima, ein Mikroklima einatmet, was die Gesundheit fördert. Mhm. Man müsste eigentlich sehr darauf achten, wie die Mikrobenbesiedlung in einem Raum ist, wo kranke Menschen sind. Da hast du völlig recht. Also das ist dann Zukunftsmusik oder ist ja eigentlich auch ganz einfach zu praktizieren. Ich weiß auch, dass Menschen, die meine Bücher gelesen haben und das einfach umsetzen, dass wenn sie dann Angehörige besuchen im Krankenhaus, einfach so eine feine Aerosolsprühflasche mitnehmen, diese großen weißen da. So ein ganz, ganz feiner Sprühnebel rauskommt und nebeln dann die Menschen einfach ein. Mhm. Das ist, kann man da nicht sagen, ich habe jetzt meinen Mann gerade mit Bakterien eingesprüht. Nein. Kann man erst sagen, wenn die Leute also wirklich ein Mikrobiombewusstsein entwickelt haben. Das kommt dann ein bisschen in der Zukunft. Aber in dieses Mikrobiom der Räume ist so spezifisch, dass man mal Kinder, die mit dem Kaiserschnitt geboren wurden, und die ja notgedrungen dann nicht die Vaginalbesiedlung als zweite Besiedlung bekommen haben unter der Geburt, sondern die Krankenhausbesiedlung erhalten haben, dann hat man festgestellt, dass man die Kinder aufgrund ihrer Oberflächenbesiedlung mit, also ihres Oberflächenmikrobioms mit den Krankenhäusern zuordnen konnte. Man hat Babys untersucht, dann konnte man wie so ein Memory zuordnen. Das ist da geboren, das ist da, weil diese Krankenhäuser dann auch ihren individuellen Mikrobiom-Fingerabdruck haben. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, das zeigt mal so ein bisschen anschaulich, wie das so in Studien dann abläuft. Das sind sogenannte Kuchendiagramme. Und da sieht man oben die zwei verschiedenen Zusammensetzungen der U-Bahn, einmal in New York und in Hongkong. Ja. Da ist man hingegangen in einer Studie und hat geguckt, jetzt gucken wir doch mal in den Städten, wie da so das Mikrobiom ist. Wie ist das Raumklima in einer Stadt? Und hat festgestellt, in allen Städten gibt's gleiche Mikroben, da spricht man vom Kernmikrobiom, das ist überall, also quasi steht für Stadtmikrobiom, aber jede Stadt hat ihren persönlichen Fingerabdruck. Das sieht man da oben an den beiden Zusammensetzungen, man braucht einfach nur sehen, dass da so ganz unterschiedliche Farben unterschiedlich verteilt sind. Ja. Und unten sieht man dann einmal ein Sandkorn und einmal die Troposphäre, wo man auch einfach sieht, da sind die großen Gruppen an Bakterien unterschiedlich verteilt. Ja. Und so bunt ist die ganze Welt. Ja, wir haben alles an Landschaften, Kleinklima, Temperaturen haben wir ja auch auf dem Körper. Unter der Achsel sind 37 Grad, auf der Fingerspitze sind 30 Grad. Das sind zwei verschiedene Klimazonen, wenn man so nennen würde. Aber hier könnte es auch sein, dass sich der eine oder andere Mensch zum Beispiel im blauen Bereich drin viel wohler fühlt als im gelben Bereich. Ja, der würde dann vielleicht lieber nach New York reisen als nach Hongkong.
Ja. Ne? Also, oder der könnte jetzt seinen Raum mehr nach Hongkong einrichten oder nach New York einrichten, indem er mehr blaue Bakterien, Stämme im Raum ausspaltet. Oder? Das funktioniert nicht, die bleiben da nicht. Okay. Die bleiben da nicht. Also das funktioniert nicht, dass man jetzt sagt, ich designe jetzt eine New York Underground Mikrobiom-Zusammensetzung, versprühe die in meinem Schlafzimmer, dann fühle ich mich wie in New York. Das bleibt da nicht, weil der Raum ist irgendwo eine Temperatur, eine Luftfeuchtigkeit. Kurzfristig ist es aber so, aber es bleibt nicht. Ja? Es bleibt nicht. Also man könnte das machen, es wäre aber sehr aufwendig und macht auch keinen Sinn. Es hat was. Aber es wirft so interessante Fragen auf. Warum fühlt jemand sich dann angesprochen, nach Barcelona zu fliegen in Urlaub und nicht jetzt nach Zürich zu fahren oder lieber nach da? Und da, ne, was spricht einen eigentlich an? Und das sind so interessante Fragen, die überhaupt noch nicht geklärt worden sind, denen man so in die Zukunft mal nachgehen könnte. Was spricht mich oder was spielt eine Rolle, dass ich mich irgendwo wohlfühle? Ja? Welche Mikrobenzusammensetzung hat die Kathedrale von Chartres? Und welche hat die Kneipe am Bahnhof? Ja, und wer fühlt sich jetzt da wohl und wer fühlt sich da wohl? Mhm. Ist meine Mikrobenzusammensetzung aufgrund meiner Lebensweise vielleicht in Resonanz mit der Kathedrale von Chartres und die von jemand anders ist, geht lieber zum Bahnhofscafé und fühlt sich da wohl. Ne? Das hängt dann ja auch miteinander zusammen. Es ist ganz spannend. Ist eine ganz tiefe Basis von Informationen, die du jetzt uns gerade vermittelst, weil ich war mir das Bild gar nicht bewusst, was eigentlich alles um uns herum ist oder zwischen uns jetzt gerade, wenn man sehen könnte, oder? Und dass das alles resoniert miteinander. Und dass das eben auch mit Krankheit und Gesundheit zu tun hat und dass, wenn man sich irgendwo krank fühlt in einem Raum, dass man dann gut fragt, was erlebt dieser Raum? Also bekannt sind diese ganzen Möbelausdünstungen und die Chemikalien, die aus Teppichböden und Bodenbelägen ausdünsten, wo die Leute richtig krank werden und man dann sagt, ja, der hat dann so ein Chemikaliensensitivitätssyndrom und der ist ein bisschen bekloppt und sowas. Das sind aber Realitäten. Ja. Das sind Formaldehyd oder sowas heißt das, glaube ich. Ich kann es nicht aussprechen. Formaldehyd-Verbindung. Aber das ist ja giftig. Ja, und warum ist es so giftig? Weil es eben auch auf das Mikrobiom wirkt. Und weil das Mikrobiom, die Bakterienbesiedlung, sich dann ändert. Und weil dann diese veränderte Bakterienbesiedlung möglicherweise im Darm anders auf die Nervenendigung oder auch auf der Haut, ja, oft anders auf die Nervenendigungen wirkt und die über Nervus vagus ins zentrale Nervensystem geleitet werden und dann wirklich das Gehirn andere Impulse bekommt aufgrund der anderen Mikrobenzusammensetzung und die ist aufgrund von Chemikalien. Mhm. Also da ist so die Brücke und eine gute Botschaft ist, dass viele Menschen, die da eine Hypersensibilität oder man sagt ja netterweise Hochsensibilität haben in Bezug auf Chemikalien und sowas, die profitieren tatsächlich von der Anwendung von jetzt effektiven Mikroorganismen, dass dann ein Teppich, den man irgendwo her hat, komplett einsprüht, mit Folie belegt, einrollt, mal 3 Wochen fermentieren lässt die Mikroben da drin mal ordentlich arbeiten, weil die effektiven Mikroorganismen fermentiert. Das ist ja logisch. Das ja, Wort, klar, ist eine Fermentation, ja? Ja, die sind ja imstande, toxische Verbindungen zu knacken. Ja. Also Dreifachverbindungen, die sind ja oft toxisch, auch Stickstoffverbindungen. Aminverbindungen, die sind oft giftig für einen Organismus und die EM können das knacken. Vielleicht nicht sofort, dann muss man nochmal drüber und nochmal einrollen und nochmal drüber. Aber ich habe Menschen gesprochen, die dadurch ihre Körpersymptomatik erheblich reduzieren konnten, dass sie dann mit dem Mikrobiom gearbeitet haben und gesorgt dafür haben, dass sie regelmäßig ein gesundes Mikrobiom haben, dass sie nicht mehr so geplagt wurden von diesen ganzen Chemikalien. Wenn man das jetzt mit Möbel, kannst du jetzt ein Möbelstück, das jetzt wirklich irgendwie mit Chemikalien versehen ist, einfach wirklich auch richtig tief einspreien und eigentlich diesen Prozess der Fermentation laufen lassen und nachher gibt es keine Giftstoffe mehr. Das kann man so allgemein nicht sagen, weil ich ja nicht weiß, wie lange was ausdünstet. Aber oft ist es ja auch so, dass man ein einfacher Plastikgegenstand, den man gekauft hat, der dünstet nur kurz aus. Mhm. Und dann schmeißt man den halt in eine Wanne mit EM und lässt den da, armes Wasser, lässt den da wirken. Aber wenn jetzt ein Möbelstück wirklich mit Chemikalien durchdrängt ist, dann wird das nicht reichen. Mhm. Weil so viel kann man da gar nicht sprühen, da ist man ewig dran. Ich habe einmal bin ich in einen Billigladen gegangen, wo ich sonst nie einkaufe, der mit dem großen A anfängt und 4 Buchstaben hat, weil die so einen super Wanderrucksack im Angebot haben. Jetzt werde ich meinen Prinzipien untreu und kaufe mal da ein und habe den gekauft. Der hing 6 Jahre in einer Scheune, also wo ich vorher wohnte, habe ich ihn in die Scheune gehängt. Das war nicht dran zu kommen. Den habe ich in EM gebadet und so. Der stinkt immer noch. Und dann
muss man eine andere Lösung finden. Klar. Nicht? Mhm. Aber deshalb sollte man am besten gar nichts kaufen, was mit Chemie imprägniert ist. Das ist dann die beste Lösung. Aber jetzt bist du zum Beispiel auch als Gast in einem Hotel. Und jetzt kann es ja auch sein, dass du dich in diesem Hotelraum überhaupt nicht wohlfühlst, musst aber gut schlafen. Das heißt, du würdest jetzt auch hier in der Nacht schnell deinen Raum einspreien mit Mikroben und dann hast du eigentlich ein Klima erschaffen, was für dir passt. Und ja. Ja, ist schon cool, ne? Oder ich habe eine Freundin, die, ich sagte mal, das war eine olfaktorische Beleidigung, die hatte so eine Parfumwolke. Wenn die bei mir auf dem Sofa saß, hatte ich 2 Wochen lang noch deren Parfum auf dem Sofa. Und als ich EM kennenlernte, habe ich dann gedacht, ja, jetzt mal drüber. Tja. War der Spuk vorbei. Aber es gibt auch Teppiche, wo man immer sagt, die Teppiche sind so unhygienisch, weil das sind einfach wirklich eine Sammelstelle von einer Brutstelle von Bakterien. Das kann ja gut möglich sein, aber wenn es riechen würde oder mal nass wäre oder weiß Gott was, aber wenn man hier regelmäßig drauf spreit, wäre der Teppich eigentlich, würde er sich immer selber wieder in die Harmonie bringen. Ja, ich unterscheide sehr zwischen den Mikrobenmilieus auf natürlichen Stoffen und synthetischen Materialien. Ja. Das unterscheidet sich. Es gibt auch Studien, die dann zeigen, dass auf einem synthetischen Partikel eine andere Mikrobenbesiedlung ist per se mal als auf einem natürlichen. Also ein guter Schafwollteppich wäre dann immer zu bevorzugen, weil das Mikrobiom von den Natursubstanzen mit dem Mikrobiom des Menschen und von Tieren und Pflanzen in Harmonie ist. Okay, ich nehme jetzt mal an, das ist künstlich. Ja. 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 Könnte man ändern. Ja, könnte man. Muss man halt. Okay. Ne, die meisten Leute kaufen billig und nicht gut. Ich plädiere immer dafür, gut zu kaufen, weil wir leben nur einmal. Wir haben das Leben ist relativ kurz, wenn man das mal so betrachtet. Und dann wollen wir gut leben. Und dann mal lieber wenig oder auch was mal Gebrauchtes. Und dann wirklich Naturmaterial. Und wir wissen alle, dass unser gesamtes Weltklima besser wäre, wenn wir alles aus natürlichen Substanzen nehmen würden, weil die langlebiger sind, recycelbar sind, ins natürlich wieder eingehen. Ein Lehmhaus ist allemal besser als mit ganz viel Chemie gebaut und so. Aber meine Sendezeit ist durch, aber nochmals zurück zum Anfang, wo ich mit Schimmelpilzen angefangen habe. Also das ist ja ein häufiges Problem in vielen Badezimmern. Da haben wir noch eine eigene Sendung zu. Ah, super. Das aber auch so hier wichtig. Könnt ihr mir reinspreien, würden es neutralisieren. Aber die Funke muss trotzdem irgendwann noch geputzt werden. Die Kältebrücke, die den Schimmel verursacht, muss trotzdem beseitigt werden. Mhm. Also die Ursachen muss man immer beseitigen. Aber man kann jede toxische Situation oder ein Ungleichgewicht im Raumklima kann man aktiv durch ein Mikrobiom versprühen, kann man positiv beeinflussen. Und insbesondere in Sporthallen oder in Yogazentren, also wo einfach dieser Geruch irgendwann mit der Zeit irgendwo so drin hängt, kann man da super was machen. Genau, jetzt switche ich da mal noch rüber. Ich glaube, eines dieser Bücher, wo ich da gelesen habe, ja genau, dieser dicke Schinken hat sich jetzt eigentlich mit dem Raumklima beschäftigt, oder? Ja, es ist auch in dem anderen Grün drin, also in dem auch. Genau, das auch. Anwenderbuch. So ist es. Und das ist wirklich für Menschen bezogen und seine Anwendung. Also ich finde das ein Riesenschatz, was du da erschaffen hast. Danke. Und ich bedauere es nach wie vor unglaublich sehr, dass dieses wahnsinnige Wissen in Bezug auf Heilung bei einem Menschen mit Bakterien, die diese Heilung vollziehen, aber auch in einem Raum, wie du es jetzt so schön erklärt hast, dass dieses Wissen nach wie vor nicht Mainstream ist. Das wundert mich. Aber das, dafür sitze ich doch hier. Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem, das sind jetzt 200 Jahre lang Bakterienforschung und heute reden wir darüber, was heute eigentlich Wissenschaft ist. Und dass dieses Wissen eigentlich in sämtliche Heilungsprozesse mit einbezogen werden sollte. Und kann und so viel hilft, das macht so einfach. Ja, genau. Ja, also wenigstens zur Unterstützung, es einfach zu tun, zu versuchen, es zu optimieren, zu ergänzen. Das Zeug kostet ja nichts, ich sag's ja nochmal, so eine Flasche, 1 Liter hält ja ewig. Ich bin immer noch an meiner ersten Flasche dran. Ja, aber wenn man auch einfach mal darauf achtet, wie man mit den Dingen umgeht in den Räumen, ne? Dass man einfach dann das, was man im Leben raussetzt, wiederkriegt als Mensch. Und dass die Bakterien sind ja die Kohlenstoffbildner und Umsetzenden und die Stickstoffumsetzenden. Und es wird so viel über Klima geredet und auch recht aggressiv über Notwendigkeiten. Jeder, der bei sich zu Hause das Kleinklima ändert und dafür sorgt, dass der Blumentopf wächst und die Pflanzen und die Blumen, kann etwas fürs Klima tun. Klar. Und nicht immer nur auf die Politiker zeigen und sagen, sondern jeder kann das Klima positiv beeinflussen. Noch eine Tiergerüche kann man natürlich auch wunderbar neutralisieren durch effektive Mikroorganismen. Das ist auch sowas, wenn man den Kuhstall zum Beispiel mit effektiven Mikroorganismen sprüht und den Kühen übers Futter eine gesunde Mikrobenbesiedlung gibt,
dann scheiden sie weniger Methan aus. Es wird ja immer geredet, dass die Kühe, die bösen Kühe, scheiden Methan aus. Die armen Kühe können ja nichts dafür, wenn sie schlecht gehalten und schlechtes Futter kriegen oder beeinträchtigendes Futter. Mhm. Wenn die ein gesundes Pansenmikrobiom haben, dann ist auch die, sind auch die Darmgase, die abgegeben werden, gesünder. Und dann muss man dann nicht mehr diskutieren, dass die bösen Kühe ein Teil des Klimaschadens auf der Welt sind. Ja, schon verstanden. Und das rehabilitiere ich dann immer ganz gerne. Ja, und dann habe ich heute noch ein neues Wort gehört, was ich faszinierend finde. Wir wissen es alle auch noch aus Großmutters Zeiten, Lebensmittel fermentiert sind gesund. Mhm. Jetzt hast du das Wort Fermentation schon wiedergebracht, im Zusammenhang eben durch Neutralisierung von Milieus, die nicht optimal sind, durch das Zuführen von EM. Dass hier eine Fermentation stattfindet, ist ja eigentlich wirklich ein Wunder, ein faszinierendes Wunder. Und das sollte uns alle eigentlich zeigen, dass Fermentation ein Prozess des Lebens ist, lebensbildend ist und uns einfach auch gut tut. Sei es mit fermentierten Nahrungsmitteln, wo wir immer wieder hören, wie gut und gesund das ist, ist heutzutage auch fast verschwunden, oder? Nein, es kommt wieder. Es kommt das wieder, kommt ich wieder. Weiß, es ist eine große Welle. Ja. Also ich habe einen Vortrag gehalten in Kuchenheim im Industriemuseum und habe dann einfach gesagt, weil es sich da vom Thema anbot, habe gesagt, ich schlage vor, dass mal wieder Milchsauerpartys gemacht werden. Und das wurde aufgegriffen und dann hat eine Frau gleich ein Seminar angeregt. Und das wird jetzt wieder weitergegeben, weil die Bedeutung kommt einfach in dem Maße, in dem das Wissen über die Bakterien in die Welt kommt, kommt auch die Bedeutung der fermentierten Lebensmittel wieder in den Fokus der Menschen. Und man kann da, man braucht keine Gefriertruhe mehr, man kann dann einfach sein Gemüse so fermentiert einmachen und hat dann den ganzen Winter über ein super leckeres Essen. Und genau, weiß ich. Auch ein gutes Thema, mal darüber zu sprechen. Ja. Ich bin stolz auf diese Sendung und danke dir ganz herzlich, dass wir das machen durften. Ja. Wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann es einfach nur empfehlen, es mal zu testen, einen Raum mal einzuspeien oder Problemzonen innerhalb des Hauses oder im Keller mal einzuspeien und zu schauen und zu staunen, was da passiert. Alles Gute, viel Erfolg, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.